Hallo, ein Video für AWS Einsteiger zum Thema, wie lese ich die S3 Bucket Policy. Nehmen wir an, ihr habt einen S3 Bucket gemacht und ihr wollt den für Public Access freigeben, Entschuldigung für das Englisch, und dann sucht ihr im Internet und dann findet ihr irgendwie sowas wie das hier. Ich finde das ein bisschen schwer zu lesen, deswegen werde ich das jetzt mal umsortieren und hoffe dann, dass es vielleicht auch für euch ein bisschen einfacher zu lesen wird. So, das war jetzt sehr schnell gemacht. Okay, was haben wir jetzt? Bei S3 Bucket redet man oft von Objects oder Objekten. Ich mache das Ganze einfacher, wir reden mal von Dateien. Also, wenn in eurem Bucket jemand oder so, in eurem Bucket irgendeine Datei, auf die will irgendjemand zugreifen, und zwar mit der Aktion getObject, das heißt, er will sie lesen, er will also irgendjemand will irgendeine Datei lesen, dann erlaubt das ihm, aber nur unter der Bedingung, dass S3 Existing Object Tag Public Yes ist. Das war die Ultra-Kurzversion. Okay, jetzt ein bisschen länger. Die Resource gibt euch an, wo drauf, also das ist eine Regel, eine Zugriffsregel, und die sagt euch erstmal, wo drauf, worum handelt es sich eigentlich, um welche Datei handelt es sich. Es handelt sich um die Dateien in diesem Bucket, und zwar um alle Dateien. Ihr könnt natürlich hier auch einzelne Dateien nennen. Okay, dann die Frage, wer will denn darauf zugreifen, für wen soll denn diese Regel gelten? Und in unserem Fall soll sie für alle gelten, für jeden soll das gelten. Und dann geht es nochmal hier, auch wie eben, es geht um die Aktion, will er sie lesen, vielleicht will er sie auch schreiben. In unserem Fall, wir reden über das Lesen und wir sagen, wenn er sie lesen will, wenn irgendjemand sie lesen will, dann erlaube das doch bitte. Aber wir haben eine Nebenbedingung noch und die sagt, dass dieser String yes sein soll. Ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, was das bedeutet, aber das ist eine Bedingung, einfach nur, wie man es grob liest. Okay, kurz Seitenschlag. Was mich am Anfang ein bisschen gestört hat oder ein bisschen irritiert hat, war das hier. Wir sind doch schon in unserem Bucket und reden und setzen dann unsere Bucket-Policy für unseren Bucket und müssen dann nochmal sagen, für welchen Bucket wir das setzen. Das fand ich ein bisschen verwirrend. Ich hätte jetzt sowas hier erwartet, weil der Bucket ist doch klar. Es ist doch die Bucket-Policy für den Bucket. Da war jetzt viel Bucket dabei. Aber es ist, wie es ist. Man muss also den Bucket hier auch nennen und dann kann man hier die Objekte nennen. So. Ich möchte noch ein anderes Beispiel machen, was ein bisschen komplizierter ist vielleicht. Nur damit man vielleicht, damit du, ihr vielleicht ein bisschen oder sie ein bisschen das Gefühl dafür kriegen. In diesem Fall haben wir eine SID noch mit dabei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wofür die ist. Ich glaube, die kann man einfach frei wählen. Muss einfach nur eindeutig sein. Also ich habe auch Beispiele gesehen, wo sie nicht da war. Das heißt, so wichtig kann sie gar nicht sein. Okay, in diesem Fall haben wir einen anderen Bucket. Es geht um den Bucket, Bucket-1. Und zwar um alle Objekte. Und das ist derjenige, der darauf zugreifen möchte. Also in dieser Regel geht es um diesenjenigen, der darauf zugreift. In unserem Fall ist es der Service CloudFrontAmazonAWS.com. Das ist essentiell der CloudFront-Service von Amazon. So, und wenn dieser Service eine Datei lesen möchte, dann erlaube das doch bitte. Aber nur unter der Bedingung, dass die AWS Source ARN das hier ist. Was das sagt, ist, dass, wir machen die andere Richtung, sagen wir, das ist noch nicht da. Wenn ihr das einfach nur in eure Bucket Policy reingibt, dann bedeutet das, dass jeder CloudFront Service auf euren Bucket zugreifen kann. Also Public Access, wir gehen ein bisschen weg von dem Beispiel von eben, Public Access geht schon mal gar nicht, sondern es geht hier wirklich nur, was ihr hier einfach nur sagt, ist, dass nur der CloudFront Service darauf zugreifen kann. Also kein Public Access mehr, sondern nur noch der CloudFront Service darf darauf zugreifen. Aber jetzt ist das Problem, der gesamte CloudFront-Service, also auch vom Hans Wurste, der seinen eigenen CloudFront-Service hat, der darf auch auf euren Bucket zugreifen. Nicht, weil er besonders ist, sondern einfach nur, weil ein AWS CloudFront-Service hat. Das ist natürlich sicherheitstechnisch nicht so cool. Deswegen wollt ihr dann noch sagen, Achtung, wir haben noch die Nebenbedingung, und zwar nur mein CloudFront-Service darf darauf zugreifen. Und zwar der CloudFront-Service, mit der erstellt wurde oder mit der Amazon AWS ID hier, das ist die, die ihr auch zum Login benutzt, und zwar mit der Distribution ID, diese hier, das ist die Distribution ID von eurem CloudFront Service. Die findet ihr, wenn ihr auf den CloudFront Service klickt und dann habt ihr die Liste von euren ganzen Distributions und dann ist es auf der linken Seite die ID. So, die gebt ihr hier an. Damit könnt ihr es so ein bisschen einschränken. Ich möchte aber auch gerne am Ende noch anmerken, dass es keine... Ich möchte nicht sagen, bitte konfiguriert euren Kram so. Ich habe keine Ahnung, ob das hier sicherheitsrelevante Problematik verursacht.
Da solltet ihr dann vielleicht andere Dokumente zur Rate ziehen. Hier geht es wirklich nur darum, wie man das Ding liest. Also, dass eben die Ressource das ist, worum es geht. Principal ist im Grunde der, der darauf zugreifen möchte. Ihr könnt auch zum Beispiel, wenn ihr eine IAM-Role hier angeben wollt, müsst ihr hier, glaube ich, zum Beispiel Amazon, müsst ihr AWS angeben. Also, da gibt es noch andere Dokumente im Internet, die ihr dazu angucken könnt. Und das ist die Aktion hier. Und Effekt finde ich halt auch unglaublich schlecht gewählt. Also, aber gut, das soll so sein. Also hier geht es auf jeden Fall darum, ist es jetzt erlaubt oder verboten? Also ihr könnt natürlich auch Deny machen. Also, wie gesagt, es geht nicht darum, macht das bitte so, sondern es geht darum, jetzt versteht ihr hoffentlich einigermaßen, wie man das Ding liest und könnt von hier aus starten und da euch reinwühlen. Okay, das war mit 5,5 Minuten schon wieder viel zu lang. Vielen Dank fürs Schauen, Kommentare in die Kommentare.